Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Ascended. Hier auf The Center mit Omega Mod. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Freunde. Ja, ich habe mir einen kleinen Dilo gegönnt. Ein kleiner, was ist das? Lightning Burst? Genau, Lightning Burst, Dilo. Elite natürlich. Ich habe den schon mal eine Paragon Sword gegeben. Einfach um den mal aufzuwerten. Das ist. Ja, war auf 33.000 HP, ist jetzt auf 71.000. Wir hätten noch eine zweite, aber das wollte ich erstmal noch belassen. Wir haben leider keine Variant Soul, die ich ihm sozusagen geben kann. Von daher steht er jetzt erstmal rum. Ja, und guckt euch dann mal die ganzen Wölfe hier an. Blizzard, Explosive, Kloner, Psychosis, Comet, Control, Stone. Ich glaube, in der Zahl sind es jetzt inzwischen 12 verschiedene Wolfsarten. Und ich kann es immer noch nicht verpaaren. Naja, und dann habe ich noch ein paar andere Dinos geholt. Alles, was so Elite war. Und ich muss sagen, so langsam gehen mir halt auch die Kibbel aus. Taming Potions. Ich habe noch einen Pete Elite geholt. Den könnte ich, glaube ich, nicht aufwerten, weil ich, glaube ich, keine Souls mehr habe. Paragon. Ne, Pete habe ich nicht. Leider. Warum auch immer. Oder sind hier noch welche drin? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, der sortiert die direkt ein. Ja, er sortiert sie direkt ein. Ja, es ist schwierig. Ja. Was ich auf jeden Fall demnächst noch machen werde, ich werde schon mal offline mir ganzen Artefakte zusammensammeln. Denn ich will ja mal die beiden Bosse machen, die hier sind. Ich möchte ganz gerne einen Tech-Generator haben, damit ich das hier alles betreiben kann, damit hier alles automatisch läuft. Das ist noch so ein Thema, was ich ganz gerne machen wollen würde. Vielleicht mache ich. Also das Farm werde ich wahrscheinlich offline machen, aber den Boss können wir vielleicht sogar zusammen machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Honig haben wir genug. Ich habe zwar jetzt nochmal zusätzlich eine Beehive aufgestellt. Also das sollte alles nicht so das Problem sein. Ja, ansonsten. Ich sag mal so, das Farm ist real in der Mod quasi. Es ist extrem krass. Es ist einfach nur krass. Ich farme teilweise 2, 3 Stunden und es passiert nichts Besonderes. Hole vielleicht ein, zwei Dinos ran und ja. Es ist, wie soll ich es am besten ausdrücken? Es ist anstrengend, definitiv. Ich fühle gerade so nicht den Punkt, wie wir vorankommen. Weil ich würde gern breeden, ich würde gern mehr Paragon Souls haben. Das, was wir für gleich nochmal machen können, ist gucken, ob wir noch ein bisschen mehr Magic Find bekommen. Da habe ich schon mal ein paar Essenzen vorbereitet, die wir noch zusätzlich jetzt haben. Aber wir müssen halt auch weiter farmen, ne? Und ich muss sagen, ich hatte jetzt schon lange keinen legendären Drop mehr. Was auch so ein bisschen schade ist. Oder neue Rüstungsteile, andere Rüstungsteile. Ach, guck mal an. Paragon Soul. Jetzt geht's aber ab hier. Was bist du denn? Weg mit dir. Eine kleine Minispinne. Ja, ich sag mal so, es ist ein harter Weg. Jetzt kann ich die Leute auch verstehen. Ich dachte eigentlich, diese Egg Grind wäre so die Herausforderung. Das heißt, dass du alle Kibbel hast. Aber aktuell ist es eher so dieses Magic Find, etc. und so weiter. Ich würde euch gerne halt Content zeigen, wo ich halt weiterkomme. Aber aktuell kann ich es nicht. Ich komme nicht weiter. Ich stehe so ein bisschen, will ich sagen, auf der Stelle, weil ich immer wieder Sachen finde, Sachen verbessern kann, etc. Weil dieser Breakpoint, den du zum Beispiel in anderen Mods hast, wie Primal 4 etc., der fehlt aktuell so ein bisschen. Irgendwann warst du halt gut, hast starken Dino gehabt. Das habe ich nicht. Ich kann jetzt nicht mit dem Elite rausgehen und irgendwelche Sachen dauernd töten, weil ich laufe die ganze Zeit Gefahr, dass der super schnell down geht. Ja, wenn ich jetzt mal so in Richtung Apex Prime gehe, okay, dann vielleicht schon eher. Besonders drücken sie auch nicht den Schaden, den ich jetzt aktuell mit dem Schwert mache. Das ist halt auch so ein Thema. Der ist Prime. Verdammt. Der ist mal schön auf Prime ausgelegt. Komm, stirb jetzt. Danke.
mir da eine Leiche. Aber naja, wir arbeiten dran. Vielleicht haben wir irgendwann mal zwischendurch Glück, wo plötzlich so ein Punkt kommt, wo du einfach weiterkommst, ne? Ich habe jetzt, glaube ich, auch gefühlt jedes Rüstungsteil in verbesserter Form in meinen Puppen drin. Also es ist halt auch schon krass, dass man so auf dieser... Oh, da waren Elite. Nature. Araneo. Nee, danke, jetzt nicht. Dann nehme ich lieber deine Essenzen. Wärst du ein Wolf gewesen, hätte ich dich auch mitgenommen, weil... Da sind wir am weitesten so, dass wir wirklich demnächst da was machen können. Wo war ich? Ja, wie gesagt, ich habe jede Puppe quasi ausgestattet. Mit einem verbesserten Set-Teil, glaube ich. Ich glaube, ich habe da nichts mehr Primitives drin. Ich bin am Grinden. Ich habe inzwischen fast 900 grüne Essenzen oder so, glaube ich. Also schon eine ganze Menge zusammengekommen. Komm mal her hier. Und ja, ich hoffe, es kommt jetzt. Ich weiß halt nicht, wie wir noch... wie wir es noch weiter verbessern können mit dem Magic Find, dass wir noch mehr Items finden, verbesserte Items etc. Das hilft mir noch so. Oh, Essenz. Das ist gut. Mal gucken. Wir gucken gleich mal in der Base, wie weit wir gekommen sind. Ja, nebenbei breed ich halt die Yetis, aber da habe ich auch kein Glück. Also die Stats, die ich haben will, kriege ich einfach nicht. Ich will jetzt nicht sagen, es läuft jetzt alles gegen mich, ne? Aber irgendwie läuft es nicht so rund, wie ich es mir vorgestellt habe. Nimm den Strahl aus meinem Gesicht. Ich sehe mein Loot nicht. Danke. Okay, das hätten wir dann. Immer das Übliche, was ich mache. Ich mache das gefühlt, wenn ich spiele, bin ich hier 5-6 Mal drin. Also. Deswegen nehme ich euch mal ganz gern mit. Dann seht ihr zumindest mein Leiden hier. Das Leiden, eigentlich sind wir ganz gut dabei, ne? Eigentlich. So, was für eine Paragon Soul haben wir gekriegt? Oh, Direwolf, richtig cool. Ja, wir brauchen nur noch ein weiteres, dass wir schon fahren können. Und dann können es richtig, richtig abgehen. Und wir haben was wir für Set-Teile hier kriegen. Das ist halt krank. Ja. Wenn ich jetzt mal gucke hier. Alles irgendwie, ne? Hier genauso. Selbst bei Tempest. Alles ascended. Selbst Soulscream inzwischen haben wir ein zweites Ascended Set sozusagen, aber hier fehlt noch ein bisschen was. Genau, Soulscream, da wollte ich weitermachen. Das wollte ich mit euch versuchen zu pushen, ob wir da noch ein bisschen mehr Magic Find drauf kriegen, weil ich glaube nicht, dass du bei 10% oder 12% irgendwie gecapped bist. Ich glaube schon, dass das noch viel, viel höher geht. Aber was nehmen wir denn am besten? Ich würde sagen, wenn möglich, Hose hatten wir ja jetzt gerade nicht, ne? Hände sind ziemlich, ziemlich stark. Was ist mit der Brust? Brust haben wir nur 8 drauf. Da hätten wir die müssen wir aufwerten. Ich will jetzt nicht mein aktuelles Set verrollen. Deswegen nehme ich halt ein zweites, um damit rumzuspielen. Aber guckt euch die Essenzen an. Baba! Ich habe inzwischen auch den Speer auf maximal 300 gemacht. Der geht nicht weiter als 300, weil er leider blau ist. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben ja noch die Unique Peitsche. Die kann ich leider gar nicht aufwerten, weil sie einfach primitiv ist. Es ist, wie es ist. Jetzt hat er das Set halt nicht mitgenommen, ne? Junge! Soulscream. So. Vielleicht können wir das ja austauschen. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja richtig, richtig viel Glück. Meine 900 Essenzen, da kannst du doch, glaube ich, richtig viel mit rumspielen, oder? Erstmal aufwerten. Ganz wichtig. Sendet. Okay. Nein. 5%. Es ist zu wenig. Ich will mehr.
Ich gucke mir jetzt auch mal nebenbei ein bisschen die anderen Stats an, ob da mal was bei ist, was ich vielleicht noch nicht kenne. Aber es sind bisher immer die gleichen. Weil es fehlt mir auch noch so die Möglichkeit. 8%. Es steigert sich. Auf. Naja, Paragon Souls spezifisch zu farmen. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass da auch noch irgendwie was auf den Sets drauf ist. Jetzt schon wieder 5%. Aber wir kriegen gut Magic Point. Das ist schon mal ganz gut. Nobility ist erhöht. Fortitude, Retain. Ich gehe mal so runter bis 500, würde ich sagen. Den Rest würde ich ganz gern sparen wollen. Ist das ja erstmal nur ein Test? Vielleicht haben wir ja doch irgendwann Glück. Zip. Zip. Ah, das wird natürlich jetzt dauern. Oh, meine Nase juckt schon wieder. Ah, geht schon wieder los. Das ist alles nicht so toll. Na komm schon. Gib mir irgendwas richtig, richtig Geiles. 9% ist das höchste bisher. 5, 8, 5, 9. Das ist so das, was wir gekriegt haben. Wir haben so circa 200 benutzt. Gut mit Aufwerten natürlich. Ich habe so das Gefühl, das geht noch viel, viel höher. Wieder 9%. Nochmal 9%. Mehr. Mehr. 9%. Mehr. 8%. Weniger? Nein, klappt auch nicht. Okay. Wir sind schon auf 600 Charts runter. Jetzt kriege ich gar nichts mehr. Ich meine, die grünen Essenzen kriege ich mit der Zeit wieder. Wenn ich einfach farme und die Sachen grinde, kriegst du relativ viel dann inzwischen raus. Weil wir einfach dieses Set haben. 7%. Das ist zu wenig. Ich will mehr. 9. Hast du dann noch Armor? Melee Damage Increase bei 12%. Elemental Taking Damage 30%. Swim Speed Increase bei 3%. Elemental Taken, oder Melee Damage Increase bei 12%. Das ist halt, das bringt uns nicht viel, weil das ist generell eine Glückssache ist, ne? Aber Magic Find scheint bisher immer ganz unten zu sein. 4%. Jetzt will ich zumindest erstmal wieder Magic Find drauf haben. Ich weiß ja nicht, auf was für Sets das noch geht. Ich würde ja ganz gerne das mit dem Multiplier mal irgendwann getesten, aber so viel Schaden habe ich. 3%. Komm schon. Gib mir mindestens wieder die 9. 8. Health increased. Oxygen, Weight, all Stats increased. Finde ich nicht geil. Finde ich nicht geil. Bin ich schon wieder über mein Limit drüber. Aber was soll's. Wir müssen ja zusammen testen. Gott sei Dank kostet das halt nur 6, ne? 4. Komm schon. 6. Kannst du mal zweistellig werden, bitte? Das ist doch wohl grauenhaft. Danke. Gib mir doch noch weniger. Jetzt bin ich weit drüber beim Limit. Egal, was soll's. Die Essenzen hole ich wieder rein. Sollten wir mal irgendwann ein neues Set anhaben. 8. Swim Speed, Water, Explosion Damage, Armor. Das ist shit. Neun. Movement Speed, Swim Speed, Weight und Explosion Damage. Was haben wir?
8% All Stats, Stamina, Torpor. Ich finde unseres immer noch geiler, muss ich zugeben. Na komm, ein bisschen testen wir noch. Ich gehe nur bis 500 runter. Ich habe keine Spielsucht. Nein, habe ich wirklich nicht, aber... Ich will hier doch was erreichen. Ich möchte vorankommen. Ich möchte was schaffen. Komm schon. Über 10. Über 10. 20 vielleicht sogar. Hi. 7. Sechs. Noch weiter. Tschüss, meine Essenzen. Oder meine Set-Fragments. Ja, Set-Fragments. Eieieiei. 5%, du ahnst es nicht. Wie gebe ich 900 Essenzen in ein paar Sekunden aus? Oder ein paar Minuten? So. 7%. Damage taken reduced. Armor 107. Weight increased. Weißt du was, ich lasse dich hier mal drin. So, dann haben wir natürlich noch diese Fragmente. Denn beim Schild bin ich auch noch nicht so hundertprozentig sicher, wie das genau funktionieren soll. Ich meine, da ist es dann ja so, dass du... Ich glaube, über 35 bin ich noch nicht hinausgekommen. Nix. Wow. Geht der gleiche Spaß wieder los. Ey, ihr wisst, was das heißt. Ich muss wieder farmen. Aber vielleicht können wir beim nächsten Mal schon Bosse machen. Ich weiß gar nicht. Ah, nee, wir brauchen die 23. Aber das hätte ich gerne so auf der Brust gehabt zum Beispiel, ne? Wenn ich wüsste, okay, es geht darüber. Ich weiß nicht, ob das begrenzt ist mit dem Set 33. Geht noch mehr? Das sind halt alles Experimente, die ich jetzt gerade anstelle. Um da vielleicht ein bisschen Fortschritt zu finden. 21. Weil ich aktuell nicht weiß, wie ich mein Magic Band weiter pushen kann. Außer ich gebe 216 Shards aus, um mal richtig viel Glück zu haben. Aber so viel Paragon Souls habe ich nicht, um sie zu grinden. Ich habe ja natürlich eine Menge Kisten drauf gemacht. Oh, Leute. Heute ist nicht mein Glückstag. Ich dachte, ich kriege jetzt zumindest was Schönes raus. Irgendwie aus einem Teil zumindest. Ich meine, das müsste ich halt trotzdem nochmal imbuen. Ich glaube, es sieht weiter danach aus, als wenn ich farmen müsste. Immer weiter farmen, farmen, farmen. Und nochmal farmen, farmen, farmen. Und hoffen, dass ich endlich mal noch weitere Wölfe Elite finde, die endlich mal kompatibel sind zu dem, was wir haben. 19, ich habe keinen Bock mehr. Ich muss mich jetzt irgendwo auslassen. Ja. Hier fahre ich im Moment auch ziemlich gern. Einfach, weil es eine offene Gegend ist. Du siehst halt eine Menge... Und hier sind halt Wölfe. Des Öfteren.
Gute Nacht. Da. Und ich muss ja meine Essenzen wieder reinkriegen, ne? Auch ein großer Spaß. Beta, Beta, Gamma. Ein Gamma-Koloss, RG. Ein fettes Teil. Birth, Birth. Elite Random Kano. Na, den würde ich mal einpacken. Kano könnte auch vielleicht ganz geil werden. Wow, 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 wow! Kommt ein Stein geflogen, setz dich nieder auf deinem Kopf. Warte mal, wo kämpft ihr? Elite Stalker. Warte mal, warte mal. Wir können weg. Okay, ist unconscious. Müssen wir so belassen. So, wo liegt jetzt der andere? Shit, wo bin ich denn lang? Da. Okay, die sind auch irgendwie tot. Ich weiß nicht wie, aber sie sind es. Wie viel brauchst du? Ein. Du müsstest doch bestimmt gleich fressen, oder? Wow. Das dauert mir zu lang. Bling. Und so komme ich langsam zu meinen Tames. Und ich hoffe natürlich immer noch auf ein weiteres Legendary, weil Legendaries habe ich lange nicht gekriegt. Wirklich lange, lange nicht. Komm, du gibst mir jetzt eins. Ich sehe hier keinen roten Strahl, mein Freund. Das war kein Legendary. Das war eine Quest-Scroll. Bam. Delta Soul Mammut. Das will ich haben. Seelen brauche ich. Gib mir deine Seele. Okay. Diesmal schnell. Manchmal klopfst du gefühlt 10 Minuten drauf rum. Hallöchen. Bleib doch mal hier. Ein Gorgon Duty. Nein, nein, nein. Auf. Blödes Teil. Na gut, 205 ist einfach noch rausgekommen. So, der ist auch fertig. Oh, meine Potion ist ausgelaufen. Ich liebe diese Potion einfach, ne? Kann ja, also, ist relativ billig
Und du bist halt super geil schnell ein Prime Necromancer. Was ist, wenn ich das einfach mal so anhaue? Krieg ich's noch fast down, oder? Ja, komm. Komm. Nicht mehr. Jawollo, danke. So, Wolfi ist noch nicht fertig. Sehe ich ja gerade. Starfire, tschüss. Oh Leute, ich will breeden, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ne? Direwolf ist fertig. Ich glaube, einen Stalker hatten wir bisher nicht. Komm in meine Arme. Danke. Brutal und Stalker. Beta Supernova. Entschuldigung. Hat er sich versteckt? Oh, hallo. Delta? Naja, weg mit euch. Habt ihr noch welche hier? Delta ist doch ziemlich schnell erledigt. Wieder Sachen zum Grinden. Habt ihr eine Kiste hier? Ihr habt doch normalerweise immer Kisten. Aber hier sehe ich keine, muss ich sagen. Na gut, das bist. Nee, das war nur ein Strahl. Ich habe auch noch lange kein Elite-Archie gesehen, ne? Muss ich zugeben. Ho! Ho! Komm schon, stirb jetzt. Lass mich da mal hin. Was zur Hölle ist das? Endlich mal eine andere Farbe. Ein Schild. Natürlich ein Schild. 800, 800, 800, Magic Wand. Ey, weißt du? Wieso? Ach, es war Tempest. Tschüss. Apex Demon. Was ist denn Demon? Oh, sagen wir nicht, der hat noch neue hinzugefügt, die ich noch nicht kenne. Probieren wir. Rampage. Macht mir jetzt nicht so viel Schaden oder ich dodge gerade ziemlich viel. Ich hoffe, ich dodge. Oder er trifft mich nicht. Was zur Hölle ist jetzt Demon? Der hätte ich ganz gerne. Oh, das war aber eine Menge Schaden zum Schluss. Hi, was machst du denn hier? Hat der jetzt neue hinzugefügt? Immer noch keine Elite. Delta. Hey. Ich sehe gerade nichts. Das ist so nervig, ne? Dieses Einsammeln der Items. Wenn es so einen Staubsauger geben würde, den du an deine Equipment dran machen könntest, das wäre so, so cool. Okay, noch sehe ich keine Elite. Ihr seid alle nicht Elite.
Aber hier droppt ziemlich viel und ich sehe nichts. Bin ich blind? Es war doch viel mehr hier hinter da, hinter dem Baum. Das Gute ist, diese Medaillons hier, die jetzt nicht, dass diese anderen Medaillons, die geben halt auch grüne Set-Fragments. Das ist ganz geil, weil sie zum Set gehören. Keine Elite. Alles keine Elite. Ich brauche Elite-Wölfe. Ich muss da irgendwann alle mal voll haben. Tja. Ich hab dich mal auch teleportiert, mein kleiner Klone. Und ich muss zugeben, ich habe hier schon lange keinen Giga mehr gesehen, ne? Oder generell keinen Giga. Ich glaube, einmal habe ich einen gesehen. Wisst ihr was? Hier unten war ich lange nicht. Eigentlich auch cooler Spot hier unten, ne? Was liegt da? Ein toter Control Sabertooth. Prokoptadon. Direbeer. Blut. Naja, Leute. Wir haben zwei, drei Tames geholt. Weil wir nochmal schnell gucken können, ob wir jetzt den Wolf zumindest schon mal haben. Den Kano vermutlich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich für ein Kano hatte. Was haben wir jetzt hier? Elite Random Kano. Wir haben ein Spiritual. Immerhin machen wir jetzt auch in Kanos. Und natürlich mein Yuti. Den finde ich cool. Und was haben wir hier? Stalker. Ich glaube, Stalker haben wir nicht, Nico. Das. Einer mehr für die. Für die Sammlung. Ja, mehr Tens haben wir nicht. Gut, ihr Lieben. Ich werde dann mal weiterfarmen, ne? Ich schaue, dass ich die Artefakte fürs nächste Mal kriege. Vielleicht können wir die Brutmutter machen und den Affen, dass wir zumindest die Engrams kriegen. Mal gucken. Wir werden sehen. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.